Ja, herzlich willkommen zu der 7. Folge von GeoGuessr. Es ist eine lange Zeit vergangen und nicht nur wir haben uns verändert, sondern auch GeoGuessr selbst. Denn oh ja. GeoGuessr hat jetzt Werbung. Aber das stört uns nicht. Da guckt ihr einfach dran vorbei. Das ist. Ja, wir strahlen das jetzt nicht mehr in 16:9 aus, sondern in einem leichten, wir haben schwarze Balken. Das steigert auch die Dramatik der ganzen Sache, wie ich finde. Es ist teilweise filmreif, was wir hier. Aber sag mal, wer sind wir eigentlich? Alex und Jakob, ja, immer wieder. Und da ist noch wer. Mareike ist auch dabei als Gast. Wie auch in Folge 4, 5 und 6 ist sie jetzt auch wieder dabei. So ein Zufall. Ja. Aber wow, vielen Dank, Werbung, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Aber die Werbung bringt's, denn wir haben neue Maps. Wir haben zum Beispiel eine Taiwan-Map oder Philadelphia. Philadelphia. Wo jeder sich natürlich auskennt, als wäre es die Westentasche. Ja, eben. Aber sollen wir wieder, um ein bisschen warm zu werden, nochmal World machen? Ja, erstmal World und dann gucken wir mal weiter. Dann machen wir World. Erste Runde World. So. Ach du heilige Scheiße. Das ist Asien. Moment. Ja, es ist vorstellbar. Sollte Asien sein. Ne? Ja, da steht ein Fahrrad, das muss Rubber Asien Works sein. Ja. Oder Münster. Rubber, die machen Rubber. Da steht Rubber Works, oh Gott, jetzt. Warum leckt das so? Kackt sich das alles ein? Ich weiß auch nicht. Ja. Halt, wow. Und plötzlich sind wir ganz woanders. Hey, Moment mal. Geiler Spielplatz. Ich kann das, doch, wir sind noch da. Wir sind noch okay, da. Ja, es ist auch. Ach so. Hä? Ich glaube, du hast uns da durch den Zaun durchmanövriert gerade. Ja, es gibt ja auch zwischendrin keine Bilder. Guck mal, das ist. Sind das Rutschen oder Treppen da rechts? Es ist Türkei. Nee, es ist Pakistan. Pakistan, sagst du? Ja, ja. Das rechte da ist Pakistan, die rechte Fahne. Ah ja. Scheiße, stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich Pakistan. Ja. Gucken wir mal hier. Guck mal, das sind Schilder, bei denen man bestimmt nichts lesen kann. Wo Pakistan nochmal? Hier irgendwo, ne? Nee, linker. Da. Ach, da, stimmt, da war Indien. Ja. Dann wir mal nach hoch erstmal. Aber guck mal, da sind ja Schilder. Da können wir bestimmt alles lesen, weil es alles. Unsere Schrift ist und. Ja. Ah, die Schilder sind wieder weg. Das ist halt gut aber hier sind. Es gibt Puten, oder? Gänse? Nee, Gänse. Ist Gänse, ja. Da hinten sind wieder die Schilder. Gänse, ja. Da gucken wir mal nach den Schildern. Ich finde das hier sehr verwirrend. Ja, natürlich. Halvarkok, ist das wirklich sicher, dass es Pakistan ist? Ja, ich würde sagen, ja. Es ist in jedem Fall. Kavi, Chok, Ketta, Guablavi. Ja, findest du, ne? Finde ich, ja. Also wie bei Russland, ne? Wie ich früher alles gefunden habe. Ich habe Lust, dass man diese Schrift auch lesen kann. Gulab Devi. Kyrillisch konnte ich auch nicht lesen. Mardan, ja gut, okay, die kann man lesen. Children Hospital, ja. Such nicht danach auf der Karte. Beschriften, die ich lesen kann, kenne ich mich nie aus. Es sei denn, obwohl ist Children Hospital nicht die drittgrößte Stadt Pakistans. Ja, aber, ja gut, was soll ich sagen? Es ist eine Großstadt, sagen wir mal so. Ja. Es ist vielleicht sogar die Hauptstadt. Die Hauptstadt wäre Islamabad? Islamabad, ja. Okay, vielleicht ist es so ein Außenbezirk oder so. Die Frage ist, wie viel GeoGuessr, wie viel Street View hat Pakistan? Durchgehend. Meinst du? Muss doch. Ja? Nee, keine Ahnung. Selbst Deutschland hat nicht. Ich glaube, wir kommen noch nicht viel zum Schluss, aber ich denke mal, es ist eine große Stadt. Also entweder ist es Islamabad direkt oder wir einigen uns auf eine der, auf Karachi oder Lahore. Ach so, ja. Ja, es könnte natürlich auch Karachi sein. Aber dann wäre hier viel mehr Meer. Aber gut, es sieht auch nicht so tropisch warm aus da. Also es ist, glaube ich, wahrscheinlich was Nördlicheres. Gut, dann nehme ich Islamabad. Ja, ja, genau. Und zwar... Ja, so Außenbezirk. So hier bei dem Grün, bei Burma Town. Ja, genau. Guck mal, Grün. Ja, ich habe auch Wasser gesehen. Es muss genau da sein. Aber das war eher so ein Fluss, oder? Es ist genau hier, da sind wir. So, da, Chak, Sach, Rasch. Ach, da. Ja, da ist auch der Spielplatz. Ja, perfekt. Ach, 200? Okay, es war Lahore. Aber wir wussten, es war eine Großstadt. Mhm. Und es war Pakistan. Wir sind fast auf Lahore gekommen. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Ja, eben, so ist das, ne? Gut, dann nächste Runde. Ja. Nein! Achso. Der solche... Zufall wäre sowas von unermesslich gewesen. Solche Zufälle gibt es nicht. Okay, USA. Ja, das sollte... Moment, wo sind wir hier? Oh fuck. Das ist nicht USA? Hier. Ja, okay. Und zwar da irgendwo. Erstmal. Das SUV. Erstmal, also, ja, USA. Ja. No? Ja, das sieht schon... Es geht... Es ist auf jeden Fall westlich. Muss es, weil sonst... So, ja, hier. Sieht so nach Hochplateau aus. Utah. So Colorado oder sowas. Ja, Utah. Sowas. Weiß ich nicht. Sind da irgendwie Mormonen oder so? Ein Schild? Ja, Schild ist vielleicht noch nutzbringender als Mormonen. Das Stoppschild, wow. Da ist eine Firma. Moment, hinter uns war ein Schild auch. Active Storage.
Und zwar wo? Telefonnummer googeln, ganz schnell. Nee, doch keine bestimmt, Hilfsmittel. Irgendwo muss es doch bestimmt ein Kennzeichen geben von der... Was? Nicht ein Kennzeichen, ein Zeichen, welches Status ist auf jeden Fall. Mal hier gucken. Da gibt's auch immer welche. Bentley? Automotive Addictions. Was? Ja. Eine Beratungsstelle für Autosüchtige. Ja. Das kann also nur USA sein. Ja, es kann nur... Family Dollar. Family Dollar. Cool. Mhm. Sehr cool. Ja. Riverboat Storage, Vessel Assist. Moment, gehen wir mal kurz einen nach vorne. Na komm schon PC. Dollar General. Ja, es ist vielleicht in einer Stadt namens Dollar. Ja. Da, wo das ganze Geld produziert wird. Gedruckt. Ja. Dann ist es in Utah. Stimmt. Und zwar... Vielleicht ist da Fort Knox oder so. Die Stadt Dollar in Utah. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Es gibt einen. Ach, Stadtteil. Wirklich? Da gibt es auch eine Familie Dollar, die das alles besitzt. Das kann natürlich sein, ja. Das kann sein. Von denen kommt das Wort. Die haben so viel Geld gehabt, dass die Leute irgendwann die Währung danach benannt haben. Das ist doch ganz fein hier. Muss schon sagen. Es ist okay hier. Entweder die Familie oder Donald Duck. Ja, kommen wir hier weiter, ist die Frage. This space available. Only right lane. Es gibt auf jeden Fall so palmähnliche, also ja. Palmähnlich, stimmt. Schon warm dort. Ja, es geht dann vielleicht doch eher in Richtung Colorado. Arizona oder also so südliches Arizona, Colorado. Ja. Arizona? So, ein ganz auf Arizona? So, ja, ein nördlicher dann, also. Utah. Ja, Utah. Ja, okay. Das ist eins nördlicher, aber. Das ist ja schon sehr, also. Ja, die haben keine Straßenschilder, ne? Du bist aber auch inzwischen relativ weit gefahren. Vielleicht sind wir jetzt schon in einem anderen Klima. So. Oh. California. Needles. Ah, genau. Ach, das liegt doch direkt neben Dollar. Ach, natürlich. Es liegt direkt neben Dollar. Needles ist ja in der Wüste. Da wohnt, Trivia und Fun Fact, da wohnt Snoopys Bruder Spike von den Peanuts. Der wohnt in Needles. Der wohnt in Needles, Kalifornien. Und weißt du, wo das ist? Der unterhält sich ja immer mit einem Kaktus. Wahnsinn, was hast du für ein Gedächtnis. Also ich finde Needles jetzt... Ich habe früher mal Peanuts gelesen. Nicht auf der Karte. Wüste, also so, ich glaube irgendwie nach Osten hin, Richtung Nevada oder sowas ist das. Okay. Also Richtung Mojave meinst du jetzt, ne? Ja. Die eine... Ja, keine Ahnung. Also ist wohl... Also Entschuldigung, wenn wir jetzt das schon gefunden haben, dann musst du es jetzt auch auf der Karte ausfindig machen. Ja, kriegen nicht Punktabzüge, wenn es länger dauert? Nee. Die sind wir nicht, nee. Needles Golfkurs, Business Guide. Ja, ich glaube, aber du musst ja echt nur noch auf der Karte die Stadt Needles finden. Ja, aber das ist ja für die Zuschauer nicht sehr interessant. Okay, dann machen wir. Scheiß auf die Zuschauer, ich will die Punkte haben! Okay, dann. Alex, das ist langweilig. Da! Needles! Sehr gut. Von welcher Seite sind wir jetzt reingekommen? Weiß ich nicht. Wo steht die Sonne? Rechts. Das heißt, wir gehen Moment, doch wenn es mittags aufgenommen wurde... Nee, aber hier müsste doch irgendwo Dollar sein. Ja. Ist doch immer da, wo der... es ist doch von der... Von sind der, da auch Läden eingezeichnet? Von der Anfangsstadt ist das, oder nicht? Du und dein beschissenes Glück, dass du mir gleich wieder Needles findest. Die Nadel im Heuhaufen. Die Welt ist klein, sagt man da, ne? Ja, dann sind wir doch hier beim Golfclub. Ja. Richtig? Da ja. Sind wir. Ja, ja, okay. Mach mal. 10 Kilometer. Also. Oh yeah. Hä? Es ist okay. Gibt's da noch einen Vorort namens Dollar oder so? Guck mal, wir hätten direkt in Needles reinniedeln ja. können. Ja. Reinniedeln. Du bist auch noch voll. Wo ist hier mit Dollar jetzt? Ich weiß nicht. Es gibt keinen Dollar. Ich glaube, das hier. Unten. Mexican Grill. Da, Family Dollar. Da ist es doch. Ah ja, okay. Ah, okay, gut. Und Dollar das General. Das ist doch ein Zufall. Ja, das sind wir aber südwestlich egal. So. Oh, schön. Ja, nett. Es ist Herbst. Kanada. Kanada, USA, keine Ahnung. Ja, eins von beiden, oder? Ja, ich tippe, also nördlich auf jeden Fall. Oder südlich Kanada. Nördlich. Es gibt Wasser dort. Schau noch mal nach rechts. Ah, wie viel Wasser? Da war ein Schild, ein blaues Schild. Astorino stand da drauf. Astorino. In blau. Ich glaube, das hilft uns nicht, das war irgendeine Marke. Da. Ach so. Oder? Rob ist... Vote! Vote Astorino. Ja.
Ja, tippen wir erstmal da. Ah, aber guck mal, rote Herbstverfärbung, das muss so, da wo es Indian Summer gibt in den USA, also irgendwie Neuengland oder so. Also hier links davon, sowas hier. Du meinst rechts, ja? Rechts, ja, richtig. Ich wollte mir das Gewässer nochmal ansehen, naja. Ja, stimmt, sieht nach einem Urlaub aus, ne? Das Gewässer? Geh ja, mal zurück. Also wie viel Wasser es ist. Ach so. Daran kann man sich vielleicht orientieren. Also hier das, schon. Es ist kein Ozean, so viel steht fest. Das ist ein See, das will man nicht. Meine gelesen zu haben, dass es in den USA Seen gibt. Gut. Danke. Steht im schlauen Buch. Schoolbuster ahead. Dann finden wir den mal. Wo kommst du nochmal her? Schleswig-Holstein? Oder? Ja. Oh, nicht die Mecklen. Oh, da gibt's jemanden. Hallo, vielleicht können wir ihn fragen. Hey! Wow! Da ist er. Fitter Typ. Hallo! Guckt uns einfach an mit seiner verschwommenen Fratze. Der Arme. Come on, Google. Wieder ist Torino. Was ist denn los bei denen? Ja. Ist vielleicht Torino tatsächlich ohne Ende ein Bürgermeisterkandidat? Hängt denn. Ja, gut. Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Weil es ist schön hier. Also hier würde ich gern wohnen, muss ich sagen. Ist nett. Nochmal ein Schoolbuster, wie viel gibt's davon? Was ist denn hier los? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist irgendwo so die nordöstliche Ecke tatsächlich. Sehr wahrscheinlich. Aber wir finden leider keine genauen Angaben. Es ist in Maine. Maine oder New Hampshire oder so. Dann sagen wir mal. Oh Gott, wenn das stimmt. Es ist. Warte. Ist das deine Rolle? Der super kompetente Typ. Wir sind bei. Ja, der sich weit aus dem Fenster lehnt. Das wir ist sind meine bei Jackman, Rolle. Wir haben den Moose River gesehen. Ja. Den Wood Pond. Ja. Und wir sind in der Cook Street. Alex, ich feiere dich so. Nein. New York. Ja, sie. Ha! Aber so. Es. Nö, so. Okay, du warst in Maine, ja. Tut aber mir es leid. Aber es ist okay. Ja. Also, muss man sagen. Okay. Das ist ja 7 Kilometer. Okay. Ja. Boah, was ist denn das jetzt? Eine 3 Minus. Russland oder so. Das ist, glaube ich, nicht Russland. Nein. Guck mal, eine schnurgerade Straße ohne Rücksicht auf Verluste. Serbien. So, Serbien? Wie weit wir kommen. Ich war einmal mit dem Auto in Serbien, das ging nur geradeaus. Ach so. Sah die Landschaft denn auch so aus? Es gab auch McDonalds-Werbung, so in 300 Kilometern. Oh, ist Russland. Nicht verpassen. Ich habe Kyrillisch gesehen, das ist Russland. Dann kann es auch immer noch Bulgarien sein. Oder. Okay, dann hau ich jetzt mal Superkräfte Serbien raus und finde diese Stadt. Serbien, ja, stimmt, das kann auch Serbien sein. Ich weiß noch nicht, ob es da Street View. So. So, diese Stadt finde ich jetzt auf der Karte. Mann 3, B7N 0,2. Moskau. Moskau 200 Meter. Sicher? Nein. Okay. Jakob, bist du dir ganz sicher? Dann muss es ja hier sein. Ja. Problem ist, dass das dritte Zeichen auch verschiedene Bedeutungen hat in verschiedenen Ländern. Ist das nicht ein Pi? Also Mann Pi? Ja, genau. Ja. Die haben sehr oft Pis in Mappi. Mappi Mandrillen. So. Mandron. Ich hab das Alphabet mal gelernt. Das aber tut mir leid um alle unsere russischen Abonnenten, die sich jetzt mit Grauen abwenden. Das tut mir auf jeden Fall leid. Das ist zu weit nördlich, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Wo bist denn du gerade? Bei Moskau. Ja, obwohl, nee, das ist nicht zu weit nördlich. Nee, da ist es zu weit südlich. Okay, dann sind wir hier bei Oriol. Mhm, genau. Bei Oppen. Also, boah, weißt, mir was fällt ich? Nichts Besseres ein. Ich finde Russland böse. Ich finde Balkan auch. Oh! Ey. Aber es ist Warte, Russland. Mhm. Es ist Russland, ja, stimmt. So, und jetzt? Lass mal kurz laden. Kinders. Da ist er. Also so auf die Größe von Russland gesehen. So schon weiter rein. Ist es okay? Ja. 1000 Gucken wir mal, wo diese 0,2 Stadt ist. Nicht hier. Wie auch immer. So eine Runde noch oder wie? Oder ja, zwei? Das ist die letzte. Ja, die letzte. Eieiei. Oh, Australien, Südafrika. Botswana. Hier sowas, ey. Hier ist das. Nee, Nee, wird sehr wahrscheinlich dann eher hier. Ich würde jetzt mich nicht zu früh festlegen. Es könnte auch ein bisschen weiter rechts sein. Was? Könnte ja noch was kommen. Da? Das wäre könnte weiter noch was links kommen, ja. Das ist doch Optimismus. Es könnte noch irgendwas kommen. Frage ist, wie lange das dauert. Oh Mann. Ja, dann suchen wir eine ganz, ganz lange Straße.
auf der Karte. Okay, sag mir mal, ist das jetzt Australien oder ist das Südafrika irgendwo? Oder? Ja, du darfst entscheiden, Australien oder Südafrika. Je nachdem, packe ich jetzt hier oder hier rein. Ich habe noch nie so viel Verantwortung getragen. Nicht? Ja, dann los. Oh, oh, ein Auto! Es ist Rechtsverkehr. Oder? Der fährt in der Mitte. Einbahnstraße. Ich glaube, es ist egal. Du hast dich auch nur umgedreht. Ich weiß, dass das Google Street View Auto etwas langsamer fährt als das hier. Huhu. Jetzt kommen hier Leute rein, also wir sind auch von Gesellschaft. Ja, macht nichts. Schauen wir was. Der hat aber schöne Streifen hier. Ja, Linksverkehr. Ah. Oh. Oh. Ist das auch kyrillisch? Nein. Nein. So wahrscheinlich nicht. Das ist, oh, Südafrika. Ha, der hat südafrikanische Tatsächlich, Farben. Tatsächlich, ja. Am Ende ist es doch Australien. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber gut, so in der Kalahari-Nähe, also so im Norden und dann so Mitte. Grenze zu Botswana, so. Ich muss ja meiner Rolle gerecht werden. Das ist echt authentisch. Als ob du... Wir sind hier in Kartu. Wenn das jetzt da ist, wo du eben noch warst. Ne? Zwischen Kuruman und Kartu ist das. Hm. Es war in Botswana. Es war ein südafrikanischer Besucher in Botswana. So ein Scheiß. Das sind die allerschlimmsten. Ne? So, was haben wir denn? Also ich finde... Also Needles war natürlich das Highlight. Also Russland, echt Highlight. Russland ist immer so eine Sache. Ne? Ja, wenn ja. Russland nicht wäre, dann hätten wir wirklich eine sehr gute Runde gemacht. 17, ja. Frag mal, Donald Trump, der hätte ohne Russland keine gute Runde gemacht. Ha. Und damit dann... Ja, damit, das ist scheiße. Also 17.298 Punkte. Ich habe leider jetzt nicht die Statistiken von den anderen Folgen, aber ich denke mal, wir haben uns gut geschlagen. Ne? Ja, wir jetzt mal was mit Action, oder? Ja, ja, genau. Also wir werden es nachher in unsere Excel-Tabelle eintragen, wie viele Punkte wir diesmal geholt haben. Und dann werdet ihr es beim nächsten Mal vielleicht erfahren. Und dann wird das erstmal ausgewertet. Ne? Ja. Ja, genau. Ah, ja, tschüss, guten Abend. Ja, bis nächstes Mal.